Anke, ich habe heute so eine schöne Situation erlebt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, wirklich. Es war ganz einzigartig. Ich habe an der Ampel gestanden, an der roten Ampel mit meinem Auto. Und neben mir war ein Fahrradfahrer. Und der hat mich die ganze Zeit ganz wütend angeschaut. Und ich habe mich gefragt, was da los ist, weil eigentlich hatte ich alles korrekt gemacht. Ich stand da ganz korrekt. Dann habe ich gefragt, Scheibe runtergelassen. Der hatte sich darüber beschwert, dass ich zu weit von ihm wegstand. Ist kein Spaß. Also normalerweise beschweren die sich ja immer, dass man zu nah dran ist. Aber ich weiß nicht, ob der Verkehrspolizist war. Also er war in Zivil, von daher konnte man es nicht erkennen. Aber ich stand wohl etwas zu weit links aus seiner Sicht. Und ja, da habe ich doch sehr geschmunzelt und musste gleich an unsere Sendung denken. Chaos, überall Chaos, selbst da. Also jetzt muss man schon als Autofahrer, wird man schon dafür kritisiert, wenn man zu weit weg parkt. Ja, wir haben irgendwie eine Mentalität, in der die Menschen alles und jeden gerne kritisieren. Ja. Oder? Unglaublich. Aber das ist so, das passt so zu dieser Zeit, weil alles auf dem Kopf steht. Wie gesagt, deswegen auch mit dieser kleinen Geschichte wollte ich heute unsere Folge eröffnen, weil das habe ich so, wie gesagt, noch nie erlebt. Und diesmal ist es jetzt sogar so, dass man kritisiert wird. Wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, alles richtig zu machen, ist es auch falsch. Ich glaube, das geschieht im Moment ganz, ganz vielen Menschen so, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist politisch korrekt, was darf man verwenden, was darf man sagen, was darf man denken. Im Moment wird alles auf den Kopf gestellt. Alles. Und es herrscht totales Chaos. Und es herrscht totales Chaos. Genau. Und darüber wollen wir heute in der ersten Folge unseres neuen Podcasts sprechen. Ja, ich freue mich. Ich habe heute dazu so ein bisschen im Internet recherchiert, habe gedacht, so was findet man da zu Chaos? Und es gibt unter anderem einen ganz schönen kleinen Witz zum Thema Chaos, und zwar zwei Schneeflocken, die zu Boden gehen. Und die eine fragt die andere, sag mal, wo willst du denn landen? Dann sagt die eine, ja, auf dem Nordpol, da bleibe ich so schön frisch und erhalten. Und du, wo willst du hin? Und dann sagt die andere Schneeflocke, nach Remscheid Chaos machen. Das ist natürlich nur ein kleines Chaos. Ja, überall ist Chaos, egal wo wir hinblicken, gell? Ja, Deutsche Bahn an den Flughäfen, ja, in der Medizin. Es ist so, dass man wirklich das Gefühl hat, einem wird gerade der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe neulich mal gehört, jetzt aus astrologischer Sicht, dass wir gerade von einem Erdzeitalter in ein Luftzeitalter gehen und dass solche Übergänge immer sehr, sehr rumpelig sind. Also es braucht anscheinend dieses Chaos, um dann irgendwie so wie Phönix aus der Asche neu entstehen zu können, oder? Es gibt diesen schönen Spruch, wie innen so außen oder wie im Großen so im Kleinen oder umgekehrt. Und bei uns Menschen ist es doch genau dasselbe. Wenn wir an einem Punkt der inneren Veränderung stehen, dann überschlagen sich die Ereignisse im Leben. Der eigene Druck oder der Druck, der ausgeübt wird, wird immer größer. Nehmen wir an, es geht um einen Umzug oder um ein Wechsel in der Partnerschaft, dann gibt es immer diese Zeitqualität, wo all die Probleme oder all das, was nicht in der Liebe ist, immer deutlicher spürbar wird. Kennst du das? Ja. Ja, also nehmen wir an, du lebst in oder du arbeitest in einem Job, der dich nicht erfüllt und du machst dir Gedanken darüber, auch oh, eigentlich würde ich ja gerne kündigen, aber es gibt tausend Gründe dagegen. Und wenn die Seele oder das Universum oder wer auch immer dir da einen Tritt geben möchte, dann erhöht sich der Druck. Das heißt, plötzlich gibt es irgendetwas, was weiß ich, noch mehr Arbeitsaufträge, eine andere Zeiteinteilung. Die Kollegen, werden plötzlich, was weiß ich, damit gibt es ein Problem. Das heißt, uns wird geholfen, etwas zu verändern. Das Und schön gesagt, ja. wir Menschen sind leider sehr, sehr, sehr bequeme Wesen. Das heißt, wenn bei uns alles gut läuft und wir in unserer gewohnten Box bleiben können, verändern wir nichts. Dann schimpfen wir zwar, wir wissen, was alles falsch läuft, aber wir kommen nicht ins Handeln. Das heißt, wir kommen erst dann ins Handeln, wenn uns im Außen etwas schmerzt, von dem wir dann aber gar nicht einordnen können, dass es am Ende
gut ist, da zu sein, damit wir uns verändern, sondern das ist dann dieses, oh Gott, ich habe so ein Pech und bei mir läuft alles schief. Und ist es das, was du meinst? Ja, auf der einen Seite sind wir unglaublich bequem. Wir wissen doch ganz genau, was alles nicht stimmt in unserer Welt. Und das kommt halt jetzt alles auf den Tisch. Es wird alles sichtbar. Und zwar wirklich an allen Ecken und Enden. Und viele Menschen wissen auch, dass das jetzt erst der Anfang ist. Das heißt, dass wir wie auf einer Klaviertastatur wirklich alle möglichen Themen anklingen lassen oder dass sie angespielt werden, um uns genau die Bereiche bewusst zu machen, die nicht in der Ordnung sind. Für jeden persönlich. Und da gibt es viele wie den Fahrradfahrer, der sagt, für ihn ist es ganz normal, dass er dich da jetzt korrigieren kann, dass er dich jetzt zurechtweisen kann. Aus seiner Sicht ist das in Ordnung, aus deiner nicht. Und du fängst jetzt natürlich an, dir zu überlegen, was stimmt denn da nicht? Also dir wird dadurch, durch so eine kleine Situation, etwas bewusst. Und wenn wir jetzt uns auch die großen Themen angucken, ob jetzt Deutsche Bahn oder Ukraine-Konflikt zum Beispiel oder Finanzsystemen am Kollabieren, die Heizkosten, die Energiekosten. Es ist ja, also wie gesagt, die Latte an Dingen, die gerade passieren, sind ja so, dass es einem wirklich Angst machen könnte. Es gibt auf den seelischen Ebenen ein Gesetz, eine Regel. Immer wenn sich etwas shiftet, immer wenn sich etwas im großen Stil weiterentwickelt, ein Bewusstseinssprung stattfindet, dann kommen alle Oppositionen hoch. Alles, was nicht dieser neuen Energie entspricht, in die es sich hin entwickeln möchte, kommen hoch und werden sichtbar. In allen Bereichen, das haben wir in unserem normalen, bisherigen Leben alle schon erlebt. Dass immer bevor du vor einem großen neuen Schritt stehst, bevor du vor einem eigenen Quantensprung stehst in deiner Entwicklung, zeigen sich alle Oppositionen. Und dadurch werden wir gezwungen, aus menschlicher oder Ego-Sicht werden wir gezwungen, uns zu bewegen, wir werden gezwungen zu handeln. Aus seelischer Sicht haben wir die Chance, uns all das nochmal bewusst zu machen, was dann nicht in Ordnung ist, und dann eine neue Wahl zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen. Und genau diese Entscheidung ist das machtvollste Werkzeug, das wir besitzen. Dann ist aber das Wort Chaos grundsätzlich ja fast falsch geframed, oder? Weil es wird so negativ dargestellt. Aber ja, wenn ich dich richtig verstelle, ist das ein natürlicher Prozess, der ohne den das Neue gar nicht hervorgebracht werden könnte. Wenn du in die Natur guckst und im Herbst die Blätter zu Boden fallen, könnte man auch sagen, mein Gott, ist da aber Chaos auf dem Boden. Da fallen jetzt einfach alle Blätter runter. Die waren vorher so schön an dem Baum und plötzlich ist da unten am Waldboden Chaos. Aber dieses Chaos gehört dazu, dass die ganze Symbiose funktioniert. Dass diese Blätter dann verrotten, neuen Waldboden bilden, neue Nährstoffe in die Erde transportieren und der Baum wächst und gedeiht und etwas Neues entstehen kann. Im Universum herrscht Chaos. Ich glaube, es ist bei uns einfach Angst besetzt. Wir Menschen haben Angst vor Chaos, weil wir dadurch gezwungen sind, aus einer alten Bequemlichkeit uns herausentwickeln zu müssen. Und weil wir die Kontrolle verlieren? Vielleicht auch. Weil wir die Kontrolle verlieren, genau. Und was ich im Moment so spannend finde, ist, dass das Chaos wirklich an allen Ecken und Enden sichtbar wird. Egal, wo du hinguckst, Lebensmittelpreise explodieren, drohender Blackout. Dann heißt es, Mensch, dann gehen die Türen nicht mehr auf von irgendwelchen Supermärkten. Du kannst nicht mehr bargeldlos zahlen. Wir werden gezwungen, uns Gedanken zu machen. Also wenn wir uns Gedanken machen wollen. Es gibt auch genug Menschen, die sagen, ach, ist alles halb so schlimm, ich lasse das auf mich zukommen, wird schon werden. Aber es gibt sehr viele, die kommen in eine unglaubliche Kreativität.
weil sie sich Gedanken machen, wie sie ihre Wohnung heizen können und dass das mit einem Blumentontopf und einem Teelicht wunderbar funktioniert, zum Beispiel. Und die bereiten sich vor auf so eine Zeit. Das würden einige jetzt sicherlich als sehr zynisch empfinden. Naja, dass mit unserer Energiepolitik und mit unserer Art, Energie zu gewinnen, etwas nicht in Ordnung ist, das ist ja vielen Menschen schon lange klar. Dass sich da etwas Neues bilden muss. Dass es von Nikola Tesla die freie Energie gibt. Und sehr, sehr viele kluge Köpfe, die schon lange Zeit ganz, ganz tolle Möglichkeiten zur Energiegewinnung entwickelt haben, die aber sich nie durchsetzen konnten, weil es da einfach einen sehr großen, sehr mächtigen Lobbyismus gibt. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass die neue Energie Platz bekommt. Dazu muss aber das alte System erstmal fallen. Das heißt, auch da wird aus deiner Sicht das Chaos irgendwann dazu führen, dass, was die Energieversorgung angeht, es leichter, besser, günstiger für alle einfach frei zugänglich. Also ich kann es mir gerade fast nicht vorstellen, aber es klingt danach. Was ich gesehen habe aus diesen seelischen Ebenen heraus, ist, dass wir Menschen es sind, die neue Wege finden werden. Durch unsere eigene Kreativität. Und das tun wir nur, wenn wir uns A zusammentun und wenn wir aus unserer Bequemlichkeit aussteigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Berge gucke, es gibt dort ganz, ganz viele Dörfer, für die ist es selbstverständlich, für den Winter vorzusorgen, denn sie sind regelmäßig eingeschneit. Ja, sind regelmäßig irgendwelche Straßen abgesperrt. Das ist für diese Menschen ganz normal und schockt sie überhaupt nicht. Es schockt uns jetzt, weil wir Angst davor haben. Weil wir Angst davor haben, was könnte kommen. Und ich sehe Weil wir das. wieder die Pfade des Gewohnten verlassen und das mag unser Gehirn einfach überhaupt gar nicht. Unser Gehirn mag es nicht, unser Ego mag es nicht, das gerne die Angst schürt. Und ich glaube nicht, dass diese Ängste, die da im Moment geschürt werden, wirklich eintreffen. Auf jeden Fall nicht schlimm. Aber ich finde es schon spannend, dass wir dazu gezwungen werden, umzudenken. Na, du hast es so schön gesagt, wir werden gezwungen, kreativ zu sein. Das heißt, aus dem Chaos heraus entsteht am Ende die Kreativität, die auch dann das Neue hervorbringen kann. Ja, ich habe einen Traum gehabt vor ein paar Tagen, der war ganz intensiv. Und jetzt wohne ich hier sehr schön am Land und da ist man gewohnt, sich untereinander zu helfen. Und ich befand mich aber in irgendeiner fremden Stadt und plötzlich war kein Licht mehr, es ging gar nichts mehr. Die Autos blieben alle plötzlich stehen in meinem Traum und alle Menschen waren erstmal total durcheinander und liefen auch recht orientierungslos herum. Und dann begannen sie aber miteinander zu sprechen und begannen miteinander Lösungen zu finden. Also manche taten sich zusammen und fingen an zu gucken, wo kommt denn das her, was da hier gerade passiert. Andere haben gesehen, da sitzt jemand am Straßenrand und der friert und dann brachten sie ihm plötzlich Decken. Jemand anders, der hatte ganz viel zu trinken auf seinem LKW und der öffnete die Planen und verteilte was zu trinken. Also aus diesem Chaos wurde eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, eine unglaubliche Gemeinschaft, ein Zusammensitzen. Und ich fand diesen Traum wunderschön. Es ist spannend, dass du das erzählst, weil es war neulich in den Nachrichten und du weißt, also ich weiß ja von dir, dass du bei Nachrichten eigentlich raus bist, ne? Also das, was du weißt, weißt du aus einer anderen Dimension. Was ich weiß, ist, oder wo ich mein Wissen hernehme, das sind energetische Felder, das sind energetische Möglichkeiten und Zeitlinien. Wir leben nicht nur in dieser einen Welt, die wir hier für real halten, sondern wir leben in unendlich vielen parallelen Zeitrealitäten und Möglichkeiten. Und ich habe die Fähigkeit oder die Gabe, in diese Zeitlinien einzutreten. Und dadurch die Möglichkeiten zu erfassen, die wir haben.
Ja, ich erwähne es nur aus dem Grund, weil es wirklich, also diese Nachricht, die ich da gehört hatte, ich glaube, die kam sogar aus New York, müsste ich jetzt nachschauen, auf jeden Fall Amerika war es. Da gab es in einer größeren Stadt einen Stromausfall über mehrere Stunden und die Behörden hatten große Befürchtungen, dass dort ein großes Chaos ausbrechen würde. Aber es ist genau das passiert, was du eben, und das finde ich, das ist wie eine Synchronizität, also aus deinem Traum beschrieben hast. Die Menschen haben sich miteinander verbunden. Es ist gar kein Chaos ausgebrochen. Das heißt, genau das ist eigentlich eingetreten, was du da beschreibst, weil durch dieses Chaos im ersten Augenblick die Menschen auch wieder zu dem zurückgeführt werden. Also so habe ich mir das erklärt, worum es wirklich geht, nämlich den anderen zu erkennen und auch dem anderen zu helfen, weil wir gerne helfen, weil wir von Geburt an gerne anderen Menschen helfen. Weißt du, wir haben doch immer die Wahl. Ich habe von irgendjemand gehört, es wird Plünderungen geben oder es gibt Angst davor, dass es Plünderungen gibt. Wir haben doch die Wahl, ob wir jetzt plündern und nur an uns selbst denken und an unser eigenes Wohlergehen oder ob wir uns zusammentun und ins Mitgefühl gehen und ins Miteinander gehen. Und wenn der eine nichts zu trinken hat und der andere aber genug hat, dann ist es doch wunderschön, wenn wir hier die Erfahrung machen, dass es ganz viele Menschen gibt, die einen neuen Weg gehen, einen Weg des Miteinanders und der Unterstützung und der Kreativität. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen vorbereitet sind auf so eine Zeit. Und das machen die ganz gelassen und sind für sich einfach für viele Eventualitäten gewappnet. Und die denken auch an andere mit. Und wenn ich mir in den Städten angucke, da kennt doch der eine Nachbar den anderen nicht mehr. Man weiß doch in Großstädten gar nicht mehr, wie der Nachbar heißt, meistens. Wir haben uns als Bevölkerung, als Menschheit so weit voneinander entfernt. Und vielleicht ist das jetzt eine große Chance, wieder zueinander zu finden. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt von Chaos ansprechen, weil er im Moment auch gerade so massiv da ist und weil man sonst vielleicht auch sagen könnte, Mensch, da seid ihr nicht tief genug eingestiegen. Ein Blackout ist ein Chaos, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, das für die meisten Menschen ein Angstszenario ist, das aber, wie wir es gerade festgestellt haben, möglicherweise eben genau zu dem führt, was du beschrieben hast, dass die Menschen auch wieder zueinander finden. Aber wie steht es aus deiner Sicht mit Krieg? Wir haben überall Krieg, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben diese Bedrohung Taiwan, wir haben grundsätzlich das Spannungsverhältnis zwischen Russland und dem Westen. Also überall wird mit Säbeln gerasselt und wie ordnest du da Krieg ein? Aus deiner, ich sage mal jetzt, aus deiner Adlerperspektive. Also ich bin überhaupt nicht politisch und ich kenne mich mit all diesen Dingen nicht aus und habe mich damit Gott sei Dank auch nie beschäftigt. Was ich weiß, ist, dass es Krieg schon immer gab und der schlimmste Krieg, den wir haben, ist der Krieg in uns selbst. Und ich glaube, dass wir jetzt in diesem neuen Zeitalter oder in diesem Wechsel, in dem wir uns gerade befinden, dass es da in den inneren Frieden geht. Und dass auch der Krieg, der jetzt gerade ausbricht, der auch hier für uns Europäer so nah ist, für uns wiederum eine Hilfe ist, um uns sehr viel Ungerechtigkeit und Angriff und Hilflosigkeit und auch Propaganda und was auch alles da so dazugehört, bewusst werden zu lassen. So dass wir für uns eine Entscheidung treffen. Ich selbst hatte mit Krieg noch nie zu tun. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, weil ich da nie hingeguckt habe. Es war alles zu weit weg. Ich wusste, es gibt Krieg. Es ist entsetzlich. Das Leid ist entsetzlich. Aber ich habe mich damit, ich bin da in diese Energie nie reingegangen, denn sonst hätte es mich emotional zerrissen, wenn ich dieses Leid fühle. Jetzt habe ich das Gefühl, oder was mir gezeigt wird, ist, dass das, was da gerade geschieht, einem wesentlich höheren Sinn folgt, den wir im Moment noch nicht erkennen können.
Im Moment dient das, was wir da mitbekommen, uns selbst, um in uns zu gucken, womit gehe ich in Resonanz, wovor habe ich Angst, wie kann ich meine Ängste auflösen, wie kann ich in mir ganz persönlich in Frieden kommen. Was kann ich jetzt in dem Moment tun? Und das machen ganz, ganz viele Menschen. Und dadurch, dass wir das tun, erzeugen wir ein Feld des Friedens. Wir erzeugen eine Kraft, eine emotionale Kraft. Und das Universum und alles, was geschieht, strebt immer in den Gleichklang. Es strebt immer vom Chaos in den Gleichklang, in die Ordnung. Und jeder Krieg dient letztendlich dazu, dass sich vieles neu sortiert und dann ein Aufschwung stattfindet. So habe ich mal gehört, dass nach jedem Krieg, irgendein Friedensforscher hat das mal erzählt, dass nach jedem Krieg, egal wo er auf dieser Welt stattgefunden hat, danach immer ein Riesenbewusstseinswandel, immer ein Riesenaufschwung stattfand. Das heißt, du betrachtest das jetzt ja immer wieder aus der Sache des großen Ganzen. Ja. Das ist immer, also für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, das ist deine Perspektive. Ja, du hast ja, vielleicht können wir das, weil es unsere erste Folge ist, an der Stelle nochmal erwähnt, du hast eine Nahtoderfahrung gehabt. Ja. Und über diese hast du überhaupt erst den Zugang auch zu diesen anderen Dimensionen und Ebenen bekommen. Also damit sozusagen deinen Fokus, deinen Blick so weit geöffnet, wie viele Menschen das gar nicht können. Ja, ich bin eine Frau mit zwei Leben. Ich lebte ein altes Leben, sehr oberflächlich. Da hätte es mich jetzt in der jetzigen Zeit, hätte es mich zerrissen. Ich wäre also total in der Angst gewesen. Ich hätte nachts wahrscheinlich nicht mehr schlafen können. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Du wärst im Chaos gewesen. Ich wäre mitten im Chaos gewesen. Ich hätte all das geglaubt, was erzählt wird. Also diese Angst hätte mich übermannt. Und ich bin dann verbrannt vor 13 Jahren. Ich habe einen schlimmen Brandunfall gehabt und bin gestorben. Ich habe das erlebt, was wir alle erleben, wenn wir sterben. Und habe den Sinn des Lebens, den Sinn all dessen, was in meinem Leben geschehen ist, was mich bis zu diesem Punkt geführt hat, gesehen und er wurde mir gezeigt. Und nach diesen 9 Tagen, in denen mein Körper mit schwersten Verbrennungen im Koma war, kam ich zurück und wusste für mich, jetzt wird alles anders. Und seitdem habe ich permanent und immer eine sehr hohe Perspektive, die ich einnehme. Bei allem, was ich sehe und höre. Und ich erkenne immer die größeren Zusammenhänge. Weißt du, wir spielen hier auf der Erde ein Spiel der Macht und der Ohnmacht. Ein Spiel der Angst und der Liebe. Und wir Menschen versuchen verzweifelt, uns selbst zu finden in diesem ganzen Chaos. Und da streiten die Menschen und versöhnen sich wieder. Wir bombardieren uns mit unterschiedlichen Meinungen. Und jeder hält das, was er glaubt und denkt und sieht und fühlt, für wahr. Und die wenigsten Menschen begreifen, dass es die Wahrheit hier auf dieser Ebene überhaupt nicht gibt. Es gibt hier nur Sichtweisen und Meinungen. Also Perspektiven. Perspektiven. Jeder Einzelne, wir sind knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, soweit ich weiß. Jeder Einzelne hat seine eigene Perspektive. Das heißt, es gibt damit auch 8 Milliarden Wahrheiten. Es gibt 8 Milliarden Wahrheiten, genau. Und dann gibt es aber etwas Höheres. Es gibt eine höhere Wahrheit, die da drüber liegt. Nennen wir sie Gott, nennen wir sie Einheit, nennen wir sie Universum, wie auch immer. Es gibt etwas Höheres, etwas Universelleres, in das wir alle eingebunden sind und in das auch die Erde eingebunden ist. Die Erde mit ihren Planeten, unser Universum, unsere Galaxie. All das ist immer eingebunden in etwas Größeres. Und aus diesen hohen Perspektiven gucke ich. Also mir geht es so, wenn du davon berichtest,
Und es ist ein schönes Gefühl, es macht mich sofort zuversichtlich und ruhig. Und egal wie stark der Sturm da draußen tobt, es vermittelt mir das Gefühl, ich kann wieder in meine Kraft kommen. Ich darf wieder in meine Kraft kommen. Im Moment werden Ängste getriggert. Und Angst ist eine Illusion. Sie ist es in dem, im Moment ist sie sehr real und sehr greifbar und fühlbar für ganz, ganz viele Menschen. Sobald wir sie aber in uns aufgelöst haben, ist Angst oder diese Angst eine Illusion. Dann triggert es uns nicht mehr. Wir werden plötzlich wieder kreativ. Wir kommen plötzlich in unsere Kraft, sobald wir eine Angst aufgelöst haben. Und aus dieser Sicht ist all das, was im Moment geschieht, für uns Menschen eine Riesenchance, unsere Ängste anzugucken und die Ja, das, Perspektive zu wechseln. ja, das, das mehr, also Angst ist nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Aber das spüre ich auch immer wieder, dass, und das ist ja auch meine Leidenschaft, da Menschen auch zu unterstützen, die eben in der Angst sind, diese Angst als Kraft zu nutzen, um damit eben ja das Neue hervorzubringen. Also alle Angst ist ja eine Energie, eine Kraft. Wut ist eine Energie, eine Kraft. All das kann man aber transformieren, eben in einen kreativen Prozess, um daraus das Neue entstehen zu lassen. Und das heißt ja nicht, dass die Angst nicht da sein darf. Aber das heißt, dass wenn sie da ist, dass man sie dann eben umkehrt und sie sozusagen als Schub nimmt, um daraus etwas Neues zu erschaffen. Ich habe da mal eine Frage, Jens. Was macht denn das Chaos mit dir? Das Chaos existiert ja jetzt schon eine ganze Zeit. Diese vielen Nachrichten, diese vielen Meinungen, Sichtweisen, mit denen wir bombardiert werden, diese vielen hier Krieg, da Problem, Impfpflicht, was auch immer. Was macht das mit dir? Oder was hat es mit dir gemacht? Also das ist unterschiedlich. Es macht mir Angst, aber ich bin eben genau in diesem Prozess dann zu erkennen, dass wenn die Angst sich zeigt, dass ich die Angst dann nehme, für mich nehme, um sie in, ja, in Kreativität umzuwandeln. Das ist meine Möglichkeit, um aus Angst etwas Neues entstehen zu lassen. Bist du nicht friedvoller geworden in den letzten 2 Jahren? Auf jeden Fall. Guck mal, da wollte ich hinaus. Hast du nicht Ruhe in dir gefunden in den letzten 2 Jahren oder 3? Auch das. Hast du nicht ein Gleich oder mehr Gleichklang und Klarheit in dir gefunden in den letzten 2,5 Jahren? Auch das, ja, weil durch all das, was ich gemacht habe, ich auch mehr Sinn gespürt habe. Aber das ist, wie gesagt, immer dann entstanden. Angst, ist schon immer mein Begleiter gewesen. Und das, was sich für mich vor allem verändert hat, dass es mir gelingt, Ängste in Kreativität so zu transformieren, dass die Angst da sein darf, dann aber eben in der Kreativität das Neue schafft und das von Mal zu Mal dazu führt, dass ich mehr in die Ruhe komme, weil ich auch keine Angst mehr vor der Angst habe. So, und das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Das ist auch der Sinn dieses Chaos und auch der Sinn des Krieges. Das Gegenteil von Krieg ist Frieden. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Das Gegenteil von Zweifel oder Verzweiflung ist Vertrauen. Und wenn ich die Menschen beobachte, die so in meinem Energiefeld sind, dann sind sie in dieser Zeit des Chaos immer stärker in die Liebe gekommen, vor allem in die Selbstliebe, immer mehr in den inneren Frieden, immer mehr in ihre eigene Klarheit und Kraft. Viele haben den Job gekündigt, weil es nicht mehr gepasst hat. Viele haben gelernt, Nein zu sagen, was sie sich früher nie getraut hätten. Viele haben Entscheidungen getroffen, die sie früher nie getroffen hätten, die aber längst überfällig waren. Und wenn wir uns all das, was hier gerade geschieht, aus diesem Blickwinkel angucken, dann erkennen wir diesen seelischen Tritt in den Hintern oder diesen Schubs, den wir gerade alle erleben, als großes Geschenk.
Das ist super schön gesagt. Und ich glaube, das, was ich eben gerade so kompliziert ausgedrückt habe, könnte ich jetzt viel schneller zusammenfassen, indem ich sage, früher habe ich Angst weggedrückt. Ich wollte sie nicht fühlen. Heute weiß ich, mit ihr umzugehen und sie für mich zu nutzen. Und das ist etwas, was jeder lernen kann, aus meiner Sicht. Darüber machen wir unseren nächsten Podcast, über das Finde Thema. ich schön. Das ist schön. Also das Chaos, dem Chaos liegt natürlich auch eine einzige Angst zugrunde, und das ist die Angst vor Kontrollverlust. Wir haben bisher alles kontrolliert. Unser Leben, wir hatten diese Sicherheit, das Bankkonto war gefüllt, wir konnten unsere Miete bezahlen, wir hatten Lebensmittel, was auch immer. Jetzt geht es darum, dass wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren. Und auch das hat einen großen Sinn. Denn wir kontrollieren uns selbst über unseren Verstand. Wir sind aber hochemotionale Wesen. Und wir haben verlernt, im Flow zu sein. Wir haben als Menschen verlernt, in der Freude zu sein. Wir haben verlernt, unserer Intuition zu folgen, der Kreativität zu folgen. Wir sind wie funktionierende Roboter geworden. Und ich glaube, dass dieser ganze Shift, den wir gerade erleben, uns aus diesem Roboter-Dasein, aus diesem Funktionieren oberflächlichen, müssen. gleichgültigen Funktionsmodus herauskatapultieren wird, in den Flow, ins Vertrauen, in die Kreativität, ins Miteinander. Und wir, wenn wir in einiger Zeit zurückblicken, sehr, sehr dankbar auf diese Zeit zurückblicken. Ich finde, das war ein richtig schönes Schlusswort, Anke. Vielen lieben Dank Ich danke dir auch, Jens. für alles, was ich heute wieder bei dir lernen durfte. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.